Herzlich willkommen zu einem neuen Frühlings-DIY. Heute zeige ich dir, wie du eine wunderschöne Vase im Makramee-Look für die ersten Frühlingsblumen zaubern kannst. Das Tolle ist, du brauchst wirklich nur ganz wenig Material. Du kannst hier mit Resthölzern oder diesen Parkett- und Bastelhölzern, die ich hier verwende, arbeiten und so einen wunderschönen Rahmen aus Holz für deine Blumenampel basteln. Du brauchst 8 Bastelhölzer oder 4 Resthölzer. Du kannst hier ganz normale Kanthölzer benutzen. Wichtig ist, dass sie eine Breite von mindestens 4 cm haben, weswegen ich hier jetzt immer 2 Holzklötzchen aneinander leime, damit ich eben auf dieses Maß komme. Denn wir wollen ja, dass der Rahmen am Ende gut und sicher steht. Während der Leim jetzt durchtrocknet, nutze ich die Gelegenheit und säge von einem Ast ein 4 cm Stück ab. Das ist wieder die Breite von unserem Rahmen. Das heißt, auch ihr passt am besten diesen Stab an eure gewünschte Breite an. Und der dient am Ende der Aufhängung. Ihr könnt da ein Rundholz nehmen oder wie ich einfach einen Ast beim Spaziergang sammeln, das Stück zuschneiden und die Enden abschleifen. Anschließend bohren wir in eins unserer Hölzer mittig ein Loch für die Aufhängung. Das ist jetzt bei diesen Holzklötzchen bei 8 cm. Ich habe mir hier gerade eine Markierung gesetzt und dann mache ich mit einem Holzbohrer ein Loch. Ihr könnt hier ruhig eine Nummer größer wählen, denn ihr wollt ja am Ende eure Schnur auch gut durchfädeln können. Das heißt, das Loch lieber ein bisschen zu groß als zu klein wählen. Und dann beginnen wir mit dem Verleimen unserer 4 Holzklötzchen, sodass sich ein Rahmen ergibt. Ich trage mit einem Pinsel Holzleim auf und stelle dann die beiden Seitenhölzer oben auf meine Bodenplatte auf. Lasst euch jetzt von der Menge der Hölzer, die hier auf dem Tisch liegen, nicht irritieren. Ich habe die doppelte Menge gemacht, weil ich gleich 2 Rahmen gebaut habe. So. 3 Seiten ergeben jetzt einen U-förmigen Rahmen und obendrauf kommt jetzt noch das Teil mit dem Loch in der Mitte. Achtet darauf, dass die Seitenkanten wirklich alle schön bündig sitzen, bevor der Leim anfängt durchzutrocknen, und dann lasst ihr das Ganze am besten ein paar Stunden stehen. So, jetzt kommen wir zur Aufhängung im Makramee-Look. Makramee-Look deswegen, weil wir tatsächlich nur einen einzigen Knoten machen, im Gegensatz zu der klassischen Makramee-Knüpftechnik, die ja aus vielen einzelnen Knoten besteht. Ich habe jetzt hier ein Makramee-Garn genommen und auf 1,30 Meter Länge gekürzt, habe das oben zusammengeknotet und das ist tatsächlich der einzige Knoten, den wir benötigen. Legt das Garn rund und mit einer gedrehten Schlaufe so vor euch auf den Tisch und positioniert das Marmeladenglas mittig auf dem X. Dann nehmt ihr das Garn von oben, zieht es durch die Schlaufe nach oben und immer schön darauf achten, dass ihr hier gleichmäßig beide Seiten symmetrisch haltet. Dann kommt das Seil nach vorne, wir legen es ab und jetzt aufgepasst, wir greifen die inneren Seile
ziehen sie über die äußeren und dann nach oben. Und so entsteht eine Art Netz, in dem sich jetzt unser Marmeladenglas befindet. Wir positionieren jetzt nochmal so ein bisschen die Details am Rand vom Marmeladenglas und dann könnt ihr das Ganze auch schon hochnehmen und als Hängeampel positionieren. Fädelt nun beide Schnüre gleichzeitig von unten durch euer Loch nach oben und schiebt dann oben durch die Lasche euer Holzstück. So wird das Ganze fixiert, ihr könnt das dann aber auch jederzeit wieder abnehmen. Und noch ein kleiner Trick, wenn die Hängeampel jetzt nicht perfekt hochhängt, ne, das hängt ja auch immer ein bisschen von der Größe eures Marmeladenglases ab, dann könnt ihr die Schnur einfach noch ein zweites Mal um den Ast wickeln. Die Blumenampel könnt ihr jetzt ganz individuell benutzen. Ihr könnt eine kleine Sukkulente einpflanzen. Ich benutze es jetzt als Vase für so ein paar Frühlingsblumen. Einfach Wasser rein, ein paar kleine Blüten und schon ist die Vase einsatzbereit. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, dann gebt mir gern einen Daumen hoch oder lasst mir einen Kommentar da. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und dann sehen wir uns ganz bald wieder.